Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Kendra Let's Play. Kendra will die Abenteuer der Sims-Welt kennenlernen. Dies ist Teil 64. Ja, da stehen sie alle wie die Zinssoldaten. Vielleicht lasse ich sie einfach mal da alle stehen. Ah, da steht Mia, aber das schadet nichts, denn dort will ich nicht bauen. Denn ich dachte mir, ich fange gleich mal mit dem Bau an. Und zwar will ich hier noch so ein halbes Geschoss draufsetzen, also halbe Hausbreite und natürlich volle Höhe. Gut, da fange ich jetzt sofort mit an, damit ich das möglichst in einer Episode fertig kriege. Und da muss ich mal gucken, ja, wie mir das gelingt. Erstmal schiebe ich dieses hier mal nach da. So, und später werde ich da noch eins rüber kopieren. Und das hier ist einfach nur so ein Zierdach. Mal gucken, ob ich das im Garten unterkriege. Muss ich bestimmt Baby Move Objects anmachen. Also Testing Sheets True. Jawohl. Baby.move Objects On. Okay. Gut. So, mal gucken, ob ich das nachher überhaupt noch gebrauchen kann, aber lieber mal in den Garten gepackt als gleich verloren. Habe ich da jetzt aus Versehen was gelöscht auf die Tour? Warte mal. Das will ich ja nicht. Ja, die Treppe ist weg. Dann lösche ich das lieber mal. Dieses Dachteil. Oder ich schieb's da rüber. Hier, so. Dahin. Okay. Gut. Also, die Idee ist, na, erstmal einfach hier so. Das ist, wird zu schmal. So. Lieber Kästle. So. Okay, dann mache ich dieses Dachteil mal noch kleiner, damit das aus dem Weg ist. Und jetzt setze ich mal die Treppe erstmal, damit ich weiß, wo ich bin. Das kommt weg. Und die Treppe hier kopiere ich nach hier oben. Wunderbar, ja. Das ist schön. Und jetzt eins hoch. Ich muss gerade bei meiner neuen Tastatur immer noch die Tasten suchen. Ich habe mir jetzt noch eine neue bestellt, die ein gleiches Tastaturlayout hat, wie ich es gewöhnt bin. So, jetzt konzentrieren wir uns mal. Das müsste eigentlich reichen. Ah, meine Idee ist übrigens, das Elternschlafzimmer hier hochzupacken. Und dann ist die Etage da vollständig für Kinder. Dann kommt hier ein weiteres Schulkinderzimmer rein. Und vielleicht mache ich dann die Einzelzimmer ein bisschen kleiner. Aber jetzt erstmal hier oben. Gut. Zaun. So, das ist dieser hier. Kontrastholzzaun. Jawohl. Und den ziehe ich so. Vielleicht mache ich da teilweise dann auch eine Wand hin, aber dann verschwindet er ja von selbst. Und was ich mir dachte, ist, die kriegen ein kleines Bad. Das könnte ich ja eigentlich hier hin machen. Dann haben die auch ein Elternbad. Und es ist sowieso ein bisschen wenig mit den Bädern. Okay, gut. Tür kopieren. So, hier hin. Gut. Oh, das ist zwar ein bisschen lang gezogen, aber ich denke mal, das ist jetzt bestimmt nicht so schlimm. Und dann ist die Frage, ja, ich könnte eigentlich hier so einen kleinen Flur machen und dann dieses Ganze hier als Zimmer. Dann wäre das auch abgetrennt, deren Zimmer. So. Na, dann hätte ich mir das Geländer vollständig sparen können. Dann ist dieses hier das große Elternschlafzimmer und hier so ein kleiner Vorraum. Das ist ja auch ganz nett. So. Tür.
Vielleicht hier. Mal gucken. Ja, die könnte man sogar hier eins näher dran, damit man schneller drin ist. Oh, das ist ein richtig schickes, großes Zimmer da. Mein lieber Scholli. Das werde ich vielleicht auch gar nicht jetzt beim ersten, also jetzt in dieser Runde vollständig einrichten. Denn das ist ja sehr groß und kann man dadurch auch üppig und luxuriös einrichten. So. Und dazu wird die Zeit kaum reichen. Jetzt packe ich da mal Lampen rein, damit ich was sehe beim Bauen. Okay. So. Da und da. Und das Bad mache ich jetzt mal keinen großen Hokuspokus. So. Hier der Fußbodenfliese, graue Maus. Ja, das passt schon. Klo und so kopiere ich auch mal von da. So. Und dann könnte man ihn aber schon vielleicht so eine... Na, so viel Platz ist das gar nicht. Ich dachte, eine Dreiecksbadewanne und eine Dusche, aber das kriegt man da gar nicht alles unter. Aber so eine Dreiecksbadewanne würde schon passen. Und wenn sie schnell duschen wollen, können sie da duschen. Okay, also. Nehmen wir die Luxus-Eckbadewanne. Jawohl. Das ist doch schick. Okay. Dann wäre das schon mal erledigt. Den Fußboden auf flauschiger Plüschteppich. Ja, warum nicht? Und den Holzfußboden für dieses Zwischenräumle. Gut. Was haben wir da für Wände? So... Okay, und jetzt hole ich einfach mal die ganzen Elternmöbel hoch und dann stelle ich die schön hin. Da müsste man auch irgendwie so eine Funktion haben. Alle markieren und hochschieben oder sowas. So. Spiegel. Die Lampe. Ach, da machen wir eine neue Lampe. Weil die können auch die Kinder gebrauchen. Obwohl, den mache ich dann lieber eine Kinderlampe. So. Also, Lampe auch mitnehmen. Es ist irgendwie fast wie in echt. Wenn man im Haus von einem Zimmer ins nächste zieht, dann schnappt man sich erstmal den ganzen Krempel. Stellt ihn dahin ins neue Zimmer. Und dann kommt die Frage, und wo soll das alles hin? Ich denke mal, das Bett mache ich besser hier so. Tja. Entweder so oder so. Dann sind sie hier mit dem Kopfende zum Fenster. Nee, vielleicht besser... So. Oder gar so. Es ist ja mehr als genug Platz. Dann können sie hier so ein bisschen Luft haben oder noch so einen Schrank unterbringen. Aber den Schrank wollte ich eigentlich dahin machen. Ja, dann kann man, hat man Platz für zwei Schränke. Ah, und hier ist die Wand von diesem kleinen Dach. Ich glaube, diese kleinen Dächer, die kriege ich sowieso nicht mehr unter. Nee, das sieht dann auch nicht mehr gut aus. Also, wo ist die Entferntaste? Und dieses da. Das könnte man höchstens oben drauf setzen. Ich mache das mal kleiner, damit es hier nicht stört. Ja, so ist gut. Okay.
Jetzt kommen die Lampen. Okay, der Spiegel passt ganz gut. Das Bild hier übers Bett finde ich eigentlich ganz schön. War da nicht noch eins? Ah nee, das war ein Fenster. Und die Truhe, die stellen wir mal hier hin. Und dann hole ich vielleicht noch ein, so ein Schränkchen. Da war doch hier, das sieht doch ganz hübsch aus, von den Elternfreuden. Und das mache ich dann auch in so einem Blauton. Das passt jetzt nicht so ganz. Tja, da stört mich dieser braune, die braune Platte. Ich nehme den nicht. Aber da ist, das hier ist auch von Elternfreuden. Na komm, jetzt stell dich doch nicht so an. Komm her, damit wir dich bewundern können. Hier die Lampe, die hänge ich schon mal dahin. Ah, die ist aus, weil die auf Automatik gestellt ist. Nein, ich wollte die färben. Das würde passen. Und das hier auch. Aber das passt besser zu dem anderen Schrank. Dann nehme ich das so und stell das da in die Ecke rein. So. Ja. Und da mache ich vielleicht noch einen großen Spiegel hin. So. Da gibt es doch auch so einen schönen, großen, breiten Eltern. Oh, ich könnte hier so einen Schminktisch mal hinstellen. Den habe ich noch nie benutzt. Das wär's doch überhaupt mal. Der Hammer. Dann stelle ich die hier hin, kommt die Truhe. Nein. Das bleibt dort. Der Schrank kommt dorthin und dorthin kommt der Schminktisch. Wahnsinn! Ich denke auch immer überhaupt nicht an den. Was hat der für Farben? Ja, dann passt der hier schon am besten. Dann kommt natürlich ein Stuhl hin. Logisch. Ich hoffe, ich finde da einen, der der Sache würdig angemessen ist. Exklusiver Stuhl. Da gibt es doch eigentlich da diesen... Ja, das sieht nach diesem Vintage-Glamour-Zeug aus. Das ist jetzt schwarz mit Türkis und das... Schwächelt so ein bisschen. Ich probiere den mal mit dem Schwarz und Türkis. Das passt besser. Ja, dann kann die Kendra sich da mal schminken. Und vielleicht auch ihre Töchter. Lass ich das mal da. Okay. Und dann tausche ich die Lampen aus, damit ich wieder so eine dezente Nachtbeleuchtung habe. Also, dass es nur ein bisschen beleuchtet ist tagsüber. Beziehungsweise, wenn alle schlafen. Die bleiben an und die werde ich dann auch ausmachen lassen. Okay, gut. Da kleines Sofa erstmal und gut ist. Ja, ich schätze, dass... Den Umbau des Kinderzimmers muss ich dann sogar in der nächsten Episode machen. Hier, so. Na, Ecke übers Eck sieht blöd aus. So. Oder ich mache gleich zwei hin. Dann hat man hier nochmal so einen kleinen... Rückzugs, Sitzplatz, Mini-Elternwohnzimmer mäßig oder so. So, gibt's da irgendwas Passendes? Auch von Elternfreuden? Eher nicht. Nur dieses kleine.
Das hier ist... Ja... Das sieht fast passend aus, das nehme ich. Also gut, dann stellen wir da noch was Kleines drauf. Und zwar was? Es sollte ja was für Erwachsene sein. Ich nehme mal eine Blume. Wie macht sich denn dieses hier? Oh, eigentlich ganz schön. So, ein bisschen hoch. Das ist ziemlich groß. Aber gibt der Sache so bunte Akzente. Mal gucken, ob das... Das würde noch besser passen. Oh, das sieht schön aus. Ja, ich glaube, ich nehme das. Und wenn noch schöne Bilder entstehen, hänge ich da noch Bilder hin. Und ja, wo wir schon dabei sind, kommt da auch noch eine dezentere Lampe hin. Dann nehme ich dann vielleicht die hier. So. Und hänge die hier drüber. Entfernen. Ja, das ist doch dann ein ganz nettes Elterngeschoss geworden. Oh, Dach. Ein Dach muss drauf. Na, da muss ich mich jetzt aber beeilen, dass das nicht zu lang wird. Gut, dann kopiere ich mal dieses. Und setze das hier drauf. Das wird dann so eine Art... Stufendach. Na komm. Dach. Dich will ich langziehen, ja. Und dieses wird auch eins länger. Und das da, na, das wird nicht passen. Also weg damit. Und dieses hier wird kopiert. Und hier hingesetzt. Das sieht doch schon mal ganz witzig aus. Okay. Und dieses da, nein, dieses, das schiebe ich jetzt hier hin. Ist das das größte von denen? Das sieht jetzt so popelig aus. Was ist denn dem passiert? Das war doch mal richtig kräftig groß. Ah, ich habe es klein gezogen. Ja, so. Ich denke mal, so reicht das. Und dann kommt da das Fenster hin. Komm, zack, zack. Oh, und ich habe in dem neuen Geschoss noch gar keine Fenster. Ja. Aber ich denke mal, prinzipiell ist das hier ganz witzig geworden. So, du kommst weg. Ich pack das mal dahin. Vielleicht können wir es da ja noch gebrauchen. So, wir brauchen ein Klofenster. Aber das sieht wahrscheinlich blöd aus, wenn ich das hier hin mache. Ich guck mal, ob das hier hin passt. Klofenster. Schaffst du das? Es würde gerade so passen. Mal, ich guck das da mal von innen an. Oder erstmal hier so. Komm. So. Ist ein bisschen zu hoch. Ah, die kann man ja immer nur kästchenweise verschieben. So. Müsste für ein Bad aber eigentlich reichen. Es ist höchstens die Frage, ob ich in dem Bad einfach auch ein großes Fenster mache. Dass ich vielleicht das so, so und so. Warum eigentlich nicht? Man kann ja einen Vorhang davor machen. Dann kann dieses komische Ding weg. So. So sieht das doch eigentlich ganz schön aus, finde ich. Und dann kommt hier... Vielleicht einfach auch nochmal Fenster. So, wie gehabt. So, so und so. Und das Kleine schmeißt mal weg. Na, komm, du kommst weg. So. Ja,
Gefällt mir eigentlich ganz gut. Mit diesem Stufendach. Der prinzipielle Stil ist auch noch erhalten. Ja, und das könnte schlimmer sein. Jetzt muss ich das hier mal wegklappen, um einen Screenshot zu machen. So. Und nochmal wieder hochklappen. Nein, das Gegenteil. So. Okay. Gut. Ich würde sagen, dann war es das für diese Episode. Und in der nächsten Episode baue ich hier ein Kinderzimmer und verteile die Größen ein bisschen besser, so dass es gerechter ist, wenn wo hier kommen zwei Kinder hin, hier kommen die zwei neuen Grundschulkinder hin, da dann die neuen Kleinkinder. Hier bleibt Judy und hier bleibt Mia. Und ich finde es aber gerecht, wenn die Zimmer ein bisschen kleiner von den Einzelzimmern werden. Okay, gut. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.